Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk und heute geht es um den neuen Film von Rod Howard, der für A Beautiful Mind damals den Oscar als besten Film gewonnen hat und für die beste Regie, und zwar Hillbilly Elegy. Und wie dieser Film jetzt wirklich geworden ist und ob es verdient ist, dass dieser Film in den USA gerade von allen Kritikern zerrissen wird, verrate ich euch nach dem Trailer. No, I thought your mama was gonna be all right. Be happy. I know I could have done better. But you got to decide. You want to be somebody or not? I've been doing real good. I just had a down month. I got an interview tomorrow, Mom. Otherwise, I... Oh, you know me. I always land on my feet. Don't look at that. Come on. Don't you look at it. You look at me. You let her get away with this every time. I told you that I would do better. You always say that. You're lying. I always try. You got to think about these kids. What do you think I've been thinking about since I was 18 years old, huh? Never had a life where I wasn't thinking about the kids. Do you actually want to be dead, Mom? Or are you just too lazy to try? Jamie. Oh, I tried. Plenty. You've always got a reason. It's always someone else's fault. Some point, you're gonna have to take responsibility, or someone else is gonna have to step in. Who? Huh? Who? You? Hasta la vista, baby. How many times have you seen this? Oh, about 100. Everyone in this world is one of three kinds. Good Terminator, a bad Terminator, and neutral. You're a good Terminator. Well, I wasn't always. I had to learn. You could too. I love you. I promise that I'm gonna do better. Honey, you gotta write your own life. Don't make us your excuse, JD. Family's the only thing that means a goddamn. You learn it. Hillbilly Elegy startete am 24. November 2020 auf Netflix und geht ungefähr 160 Minuten, erzählt die Geschichte von Beth, gespielt von Amy Adams, die ein ziemlich krasses Drogenproblem hat. Sie hat einen Sohn namens JD, der auch unser Protagonist innerhalb dieses Filmes ist. Wir sehen und hören alles, was in dieser Familie ist, in seiner Kindheit passiert ist, durch seine Augen. Und er ist kein besonders glücklicher Junge. Er lebt in einer ziemlich problematischen Familie. Seine Mutter ist schwer gewaltanfällig, hat ein ziemlich krasses Problem damit, mit Menschen umzugehen, wird sehr schnell aggressiv, hat auch ein sehr starkes Drogenproblem. Und dann gibt es auch noch seine Großmutter, gespielt von Glenn Close, die hier wirklich mit Abstand die beste Leistung im Film bringt. Und sie ist so dieser einigermaßen normalere Pol, auch wenn sie sich sehr, sehr fluchend durch diesen Film bewegt und die ganze Zeit rauchend, ist sie irgendwie am einigermaßen normalsten, auch wenn sie sich nicht viel von ihrer Tochter abhebt. Und wir sehen dann quasi die Kindheit und das Erwachsensein aus der Sicht von JD, wie er mit seiner Mutter umgeht, wie sie einen neuen Freund hat, wie sie mit ihrer Sucht umgeht, wie er mit seiner Großmutter überhaupt umgeht und was das alles für Konsequenzen hat, in so einer Familie aufzuwachsen. Und dieser Film basiert auf einem Buch. Und ich habe dieses Buch nicht gelesen. Ich muss mich dabei auf diesem Punkt jetzt darauf verlassen, was Menschen gesagt haben, die dieses Buch gelesen haben. Und es wird immer wieder gesagt, dass dieser Film, beziehungsweise dieses Buch, ziemlich in die Magengrube schlägt. Dass es doch eine sehr Abrechnung mit diesem konservativen Teil der USA gibt. Natürlich diesen Hillbillies, die man kennt. Deswegen heißt dieser Film, was dem allem nicht gerecht wird, wenn man das sagen möchte. Denn man hat nie dieses Gefühl, dass das wirklich so diese Klischee-Hillbillies sind, mit denen wir uns hier befassen. Wir kennen ja Hillbillies jetzt gerade aus dem Wahlkampf der USA, die halt deutlich zu Trump halten, die doch schon auf alles scheißen, alle Konventionen scheißen, auch gerne zum Schwurbeln neigen. Und das passiert hier gar nicht. Man hat irgendwie das Gefühl, das sind doch sehr demokratische, doch sehr normale, bodenständige Menschen eigentlich, bis auf dass sie halt ihre Probleme mit Sucht und Gewaltausbrüchen haben. Das ist halt
Das hat jeder mal und beziehungsweise nicht das mit den Drogen, sondern das bei einem Waldausbruch oder beziehungsweise, dass man extrem wütend wird in manchen Situationen und das hat ist eigentlich nicht so besonders, aber natürlich wird dieser Film auch ein bisschen auf ein anderes Level gehoben. Wir haben Amy Adams, die sich halt durch diesen Film schreit und schlägt, weint und kreischt und das ist unfassbar, was diese Frau hier hinlegt. Nicht, weil es ihre beste Leistung ist, da hat sie definitiv schon bessere schauspielerische Leistungen hingelegt, beispielsweise in Arrival oder American Hustle oder Nocturnal Animals. Also eine ganze, ganze Menge, die sie eigentlich kann. Und da ist Hillbilly Elegy doch schon eine ihrer schwächeren Rollen, weil sie doch sehr eindimensional bleibt. Sie bleibt dieses aggressive Mutter, die mit diesem Drogenproblem, die einfach nicht davon wegkommen will und kann. Und wir haben diese Situation von und diesen Charakter schon so zuhauf erlebt und da macht sie eigentlich nicht viel mehr draus. Glenn Close hat da als die Großmutter von JD doch die besseren Szenen, hat 2-3 Sequenzen, wo man wirklich schon sagen könnte, ja, das könnte vielleicht für eine Oscar-Nominierung reichen, aber die Chancen stehen nicht gut, denn der Film ist leider dann doch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Erinnerte mich ein bisschen an Goldfinch von letztem Jahr, der so heiß erwartet war und dann komplett unter den Erwartungen zurückgeblieben ist, über den jetzt auch kein Mensch mehr eigentlich redet. Und das wird Hillbilly Elegy auch leider passieren. Der Grund daran ist die Geschichte, denn der Film ist zu einseitig erzählt, hat keine richtige Spannungskurve, er ist eher eine waagerechte und keine großen Ausschläge nach unten oder oben. Das richtige Storytelling, was man lernt im Filmstudium, was ich gelernt habe, hat dieser Film nicht richtig. Er hat keine tiefste Hölle, aus die sich unsere Charaktere rauswinden müssen. Es hat eine komplett stagnierte Erzählstruktur, eine ganz stagnierende Spannungskurve. Und deswegen fühlen sich diese 116 Minuten auch tatsächlich an, als würde dieser Film 160 Minuten gehen. Und das ist nicht Sinn der Sache und das wird, glaube ich, dem Buch auch überhaupt nicht gerecht. Auch mit seiner Thematik, dass er diese politische Substanz, die dieser Film hat, überhaupt nicht ausspielt. Er ist einfach ein Drogendrama aus der Sicht eines Jungen und keine Abrechnung mit dem eigentlichen politischen System, was funktionieren würde, weil dieser Film ja vor einigen Jahren erschienen ist und durch Trump und all so ein Kram, was in den USA zerstört wurde, wäre das eigentlich die beste Idee, diesen Film so umzusetzen. Aber Ron Howard war offenbar der falsche Regisseur dafür, der ja sowieso seit Ewigkeiten keinen guten Film mehr gemacht hat. Und da ist Hillbilly Elegy, wie ich finde, tatsächlich sein schlechtester Film seit langem, wenn nicht sein schlechtester Film. Und ja, ich bin tatsächlich etwas enttäuscht. Ich habe mir mehr erwartet und ich hoffe tatsächlich noch, dass Glenn Close zumindest eine Oscar-Nominierung bekommt, auch wenn sie wahrscheinlich nicht gewinnen dürfte. Da war sie in The Wife und in anderen Filmen vorher deutlich besser und wenn sie dann für Hillbilly Elegy gewinnt, ist das wieder ein Zeichen dafür, dass die Oscars eigentlich nicht ganz ernst zu nehmen sind, aufgrund dessen, dass sie irgendwann den Darsteller einen Oscar in die Hand drücken, weil es einfach überfällig ist, weil sie sich sonst zu sehr unglaubwürdig machen. Ähnlich bei DiCaprio, der eigentlich für The Wolf of Wall Street gewonnen haben müsste, aber es nicht getan hat und dann für The Revenant nachträglich den bekommen hat. Klar, die Darstellung war super, aber er hätte eher für Wolf of Wall Street gewinnen dürfen. Und genauso ist es hier. Ich kann es vorstellen, dass sie eben Glenn Close den Oscar dann in die Hand drücken, aber für so einen Film schwierig. Ich gebe Hillbilly Elegy daher nur 5 von 10 möglichen Punkten. Technisch, visuell, alles gut. Darsteller auch ganz gut. Wäre aber mehr drin gewesen. Inhaltlich leider nicht so gut. Aber ja, guckt ihn euch an. Er ist auf Netflix. Habt ihr den Film denn vielleicht jetzt sogar schon gesehen? Dann schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den fandet. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und haut rein.